Einen guten Tag und willkommen zu dieser Andacht am Karfreitag aus der Johanneskirche in Gütersloh. Wir erinnern uns an diesem Tag an das Leiden und Sterben unseres Herrn, an die Kreuzigung des Gottessohnes. Wir wissen, das ist kein leichter Inhalt unseres Glaubens. Er ist schwere Kost, weil es nicht nur um Gott geht, der sich von Menschen hinrichten lässt, sondern weil es mit diesem Tun an Gott um uns Menschen geht. Das Kreuz ist immer auch ein Spiegel dessen, was im Menschen in uns steckt. Karfreitag erzählt, Gott verzichtet auf jede Form von Rache und Gewalt. Dafür steht das Kreuz. Und darum ist der Karfreitag vor allem ein Tag der Dankbarkeit, dass Gottes Liebe stärker ist als seine Trauer oder sein Entsetzen über menschliches Tun. Lasst uns beten. Jesus, Gottes Sohn, an diesem Tag denken wir in besonderer Weise an deinen Lebens- und Leidensweg. Du gingst ans Kreuz, ließest dich von Menschen dort anschlagen. Es fällt schwer, an dieses Unrecht zu denken. Es gibt wahrlich schönere Dinge, an die wir denken könnten. Aber dann würden wir nur fliehen und die Augen verschließen. In deinem Kreuz spiegelt sich unsere Welt wieder. Es geschieht Liebe, aber es geschieht auch viel Leid und Unrecht. Wenn wir daran denken, können wir nur bitten. Jesus, Sohn Gottes, du brachtest Gottes Wort noch einmal und in guter Weise zu uns. In ihnen leuchtete Gottes Wille,
wie unser Leben und unsere Welt sein sollen. Selig die Menschen, die nach Gottes Willen leben. Sie werden Barmherzigkeit erfahren und Gottes Kinder heißen. Selig die Menschen, die vergeben und mit ihren Menschen barmherzig sind. Selig die Menschen, die nicht sehen und doch glauben. Unser Leben ist ein Versuch, sich dem anzunähern. Aber weil es letzten Endes beim Versuch bleibt, können wir dich nur bitten. Gott, mit den Worten des 51. Psalms beten wir zu dir. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Erbarme dich über uns. Lass dies ein Tag der Erinnerung und Erneuerung sein. Schenke uns deinen Geist, dass wir deine Liebe bis zum Letzten begreifen können und nicht als Torheit abtun. Habe Erbarmen mit uns. Die Lesung an diesem Tag ist aus dem Johannesevangelium im 19. Kapitel. Pilatus nahm Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten aber flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt. Dann legten sie ihm ein Purpurgewand an, traten zu ihm und sprachen: „Sei gegrüßt, König der Juden!“ und schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus überantwortete Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: „Jesus von Nazareth, der König der Juden." Diese Aufschrift lasen viele, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester zu Pilatus: „Schreibt nicht König der Juden, sondern dass er gesagt hat: „Ich bin der König der Juden." Pilatus antwortete: „Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben." Musik
Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dies ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Du bist für mich gestorben. Da streiten sich zwei und finden kein Ende, keinen Kompromiss. Am Ende des Disputes sagt einer zum anderen: Du bist für mich gestorben.
Was folgt, sind getrennte Wege. Judas, einer der Jünger Jesu, ist enttäuscht über Jesus. Judas hatte von Jesus mehr oder anderes erwartet. Nicht zu jemandem, der nur von Frieden, Versöhnung und Heilung spricht. Irgendwann war für ihn der Punkt gekommen, so mit Jesus jedenfalls nicht weiterzumachen. Du bist für mich gestorben. So nicht. Und so verrät er ihn. Personen der Hass- und Verfolgungsgeschichte Jesu wollen ihn beseitigen. Seine Botschaft ist gefährlich und gefährdet ihre Macht. Am Anfang hören sie noch zu, aber als immer mehr Volk ihm nachläuft, gibt es nur noch ein Ziel. Du bist für uns gestorben. Weg mit dir. Sie erreichen ihr Ziel. Jesus wird hingerichtet. Er stirbt, verurteilt, verspottet, gefoltert am Kreuz. Doch viele glauben weiter an ihn. Selbst Leute, von denen man das nicht erwartet hat. Einer der beiden Verbrecher neben Jesus am Kreuz, ein Soldat unter dem Kreuz, dann aber auch Frauen und Männer, die erlebt hatten, dass mehr als nur ein Mensch in ihm steckte. Du bist für mich gestorben. So interpretieren die biblischen Schriften Jesu Tod. Sein freiwilliger Tod wird als Opfer verstanden. Als Opfer für die großen und kleinen Vergehen und Verbrechen, die auch an ihm geschehen sind. Du bist für mich gestorben. In der Weise gestorben, dass auf das Verbrechen an dir, Sohn Gottes, kein Hass und keine Gewalt gefolgt sind. So konnte das Kreuz Jesu zum Zeichen für Frieden und Versöhnung werden. So steht es für das, was die Botschaft von und über Jesus von Anfang an gewesen ist. Neuanfang und Frieden auf Erden. Du bist für mich gestorben, sagt Gott zu seinem Sohn. Und darum wirst du leben. Amen. Oh, schöne Lehre.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Jesus Christus, wir sehen dein Kreuz und erkennen darin die Bosheit und den Unfrieden dieser Welt. Lass uns nicht wegschauen, wenn Unrecht geschieht. Hilf uns, eigenes Leid anzunehmen und fremdes Leid mitzutragen. Christus, Herr der Welt, wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir sehen dein Kreuz und erkennen darin die Willkür der Ungerechten. Lass uns den Weg finden zu denen, die beiseite geschoben werden beim Streben nach Macht und Erfolg. Hilf uns, für sie einzutreten. Christus, Herr der Welt, wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir sehen dein Kreuz und erkennen darin, wie hart und gnadenlos Menschen miteinander umgehen. Hilf uns, barmherzig zueinander zu sein, auch zu den Menschen, die uns unbequem sind. Bewahre uns vor Selbstgerechtigkeit. Lass nicht zu, dass wir einander verurteilen. Christus, Herr der Welt, wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir sehen dein Kreuz und erkennen, dass menschliche Anmaßung blind macht für Gottes Wege. Zeige uns, wo wir falschen Zielen nachlaufen. Schenke uns Mut zur Umkehr. Öffne uns die Augen für das Geheimnis des Glaubens. Christus, Herr der Welt, wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Jesus Christus, gekreuzigter Herr, lass uns aufbrechen, wohin deine Liebe uns weist. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasst uns nun beten mit den Worten des Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Musik.